Hallo liebe Hearthstone-Freunde, es ist wieder Dienstag und hier ist der Juniper mit einem weiteren Deck-Showcase. Dieses Mal ist das Deck dran, das mich bis zur Legende gebracht hat. Viel Spaß! Genau, und wir schauen auch gleich mal in die Deckliste, bevor ich euch dann ein Beispielsmatch zeige. Und zwar ist das Murloc-Deck. Es ist eine Murloc-Variation mit Anregungen von verschiedenen Leuten, die ich dann so zusammengestellt habe, und so lief es eigentlich am besten. Und ich wurde sogar Legende. Wen es interessiert, ich blende es hier nochmal ein, wenn ich es nicht vergesse. Ja, wenn ich es nicht vergesse. Es geht los mit Doppel-10-Feuer, einfach 4 Damage für 0 Mana ist wirklich top. Die eine Karte, man kann ja immer nachziehen mit der Heldenfähigkeit vom Hexenmeister, deswegen ist das auf alle Fälle gut, und da rate ich auch zum Beispiel, dass man gegen andere Hexenmeister, die auch aggressiv sind, Seelenfeuer schon einsetzt gegen einen 3-2er, zum Beispiel den Flammenwichtel oder einen 1-3er, den Leerwandler, damit man die aus dem Weg schafft schon mal, dass man die Boardpräsenz einmal hat, und dann verliert man sie meistens auch nicht mehr gegen andere Aggro-Decks. Dann überwältigende Macht, vor allem auch zum Finishen mit den vielen Ansturm. Leuten in dem Deck, weltliche Ängste für Card Draw und Removal gegen andere Aggro-Decks auf alle Fälle auch sehr gut, alles doppelt hier im Deck, eigentlich bis auf die Legendaries. Dann zweimal Flammenwichtel, schneller, guter Druck hier, ein 3-2 Minion für 1 ist top, und die 3 Schaden machen einem eigentlich sehr wenig aus, weil man ja selber dem Gegner einfach schnell downrushen möchte. Dann Murlocs, natürlich, junge Priesterin ist einfach sehr schön, hat 2-1 und gibt noch ein Leben jeden Zug einem zufälligen Diener, ist zum Beispiel meiner Meinung nach viel besser als der Blutwichtel, der 0-1 hat, weil sie hat eben 2-1 und das macht doch wieder einiges an Damage. Dann der Leerwandler ist natürlich ein schöner Spotter, der so Minions mit einem Leben wie die junge Priesterin gut beschützt. Also das ist schon eine gute Kombo, wenn man zweiter dran ist, die zwei zu spielen, dann hat Leerwandler gleich mal 1-4. Und es wird immer schwieriger für den Gegner, den Leerwandler und die junge Priesterin zu entfernen. Dann Murloc Gezeitenrufer, Blau Kiemenkrieger. Ich glaube, es sind eh alle Murlocs drin, bis auf den 2-2er, der zwei Karten beiden Leuten gibt, weil man möchte halt, dass der Gegner seine Karten verbraucht. Wenn er halt versucht, dir dein Board zu removen, dann verbraucht er seine Karten und irgendwann kann er es nicht mehr removen und dann kannst du einfach direkt draufhauen. Messerjongleur ist dann natürlich top. Zum Beispiel auch mit dem Murloc Gezeitenjäger, der gleich 2 Minions in einem ist, und auch mit den ganzen 1er Minions ist das einfach sehr schön. Dann Arcane Golem, einfach 4 Schaden für 3 Mana mit Ansturm ist halt auch sehr schön. Der Gegner muss ihn auch noch zerstören, also 2 Schaden zufügen. Ist schon ganz gut. Murloc Anführer ist eh gut. Tiefenlichtseher 2 sind auch normal. Leroy Jenkins auf alle Fälle 6 Schaden für 4 Mana ist top. Die 2 Welplinge sind ja relativ egal in dem Fall, ist einfach zum Finishen. Da kann man sich auch gut Leroy aufheben, zusammen mit überwältigender Macht. Einmal und 10 Feuer zum Beispiel, dann hat man schon 14 Damage. Schon mal sicher auf der Hand zum Beispiel. Und Trübauge der Alte macht einfach auch nochmal viel Damage. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder im Beispielsmatch. Wir haben einen würdigen Gegner gefunden. Und jetzt müssen wir gegen einen Zauberer mal schauen, wie es da läuft. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Okay, das ist so eine Hand, da hebe ich mir den Messerjongleur auf, aber die anderen zwei Karten nicht. Ja. Immerhin noch ein Flammenwichtel, der ist ganz gut gegen Zauberer. Ich grüße euch. Hat man einfach noch einen 1-Drop, ist immer sehr, sehr gut. Wir haben zwar nach dem Messerjongleur leider wenig, was wir spielen können, weil die zwei sind eigentlich dann erst gut, wenn man andere Murloc schon auf dem Feld hat, aber wir sehen einfach, wie es läuft. Was ihr wolle. Okay. Noch ein Messerjongleur. Den müssen wir natürlich zerstören, sonst zerstört er unser Messerjongleur. Das wäre nur schlechter. Wir können natürlich Turn 3 den spielen. Aber wir können auch den spielen. Müssen wir uns entscheiden. Ich glaube, ich spiele einen zweiten Messerjongleur. Und hoffe einfach mal, dass er nicht zu viel Zauber auf der Hand hat. Das wäre natürlich fatal. Aber mal sehen.
weiß es ja nie. Einen Mana-Würm. Okay. Er setzt also keinen Zauber mehr ein. Interessant. Jetzt könnten wir den hier spielen oder den Trübauge der Alte. Wenn wir Glück haben, trifft er einen Mana-Würm, dann wäre der weg. Ich denke, das werde ich so machen. Und hoffe, dass wir Glück haben. 50-50. Ja. Man muss halt immer abwägen zwischen Board Clear, dass man halt noch in Board Advantage auf alle Fälle bleibt. Und halt direkt Schaden. Aber jetzt kann ich ihn halt so schön buffen. Okay, dann eben halt nicht. Aber wir können trotzdem unsere Murlocs hier ausspielen, die er dann hoffentlich nicht allzu einfach zerstören kann. Entschuldigung nochmal wegen meiner Stimme. Ich bin leider etwas erkältet, aber ich wollte einfach trotzdem dabei bleiben, dass immer am Dienstag und am Freitag ein Deck-Showcase kommt. Ich denke, das ist ganz gut und es sind auch Decks auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich bin damit auf Legend gekommen. Ich bin Top 100 in Europa. Kann ich euch gleich nach dem Battle auch nochmal zeigen. Nein. Ein Feuerball, okay. Ja, er möchte natürlich mein Board zerstören, so weit möglich. Ist ja auch verständlich. Aber wir müssen seinen Mana-Wurm leider auch zerstören. Ziehen wir noch eine Karte, einen Murloc Gezeitenrufer. Und machen wenigstens ein bisschen direkten Damage. Ist nicht allzu viel. Wenn wir Leeroy ziehen, hätten wir schon 10 Schaden mit überwältigender Macht. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, er hat jetzt kein Blizzard. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Aber es spielen relativ wenige Mages Blizzard zurzeit. Und ja. Oh, meine Stimme gibt fast auf hier. Aber wir ziehen das durch. Ich habe auch einige Karten schon golden, wie das Grimmschuppen-Orakel. Weil ich doch einige Klassen schon auf guten Weg zur Stufe 60, also von 50 bis 60 habe. Und dann bekommt man auch Basic Cards in golden. Finde ich auch ganz nice hier. Das halbe Deck ist schon fast golden. Ich mag das mit so coolen Effekten einfach. Ja, das ist halt toller als sowas. Aber klar, man muss es nicht haben. Es ist einfach schön, dass man sowas bekommt. Aber wir schweifen ab. Also immer relativ aggressiv bleiben, aber als Board auch clearen. Harvest Golem ist auch sowas, würde ich meistens mit einem 3-2 so clearen, wenn man den einen Schadensspell hat, wo man eine Karte zieht, wenn der Minion stirbt. Und mein Gegner lässt gerade relativ lang ablaufen. Oder stürzt das Spiel ab. Ich frage mich, ob... Dafür werdet ihr wecken wir ihn mal auf mit einer kleinen Drohung und er hat ein Spiegelbild. Mist, das ist auch nicht toll. Sogar sehr böse für uns. Die Frage ist halt, ob er Flamestrike hat. Ich spiele jetzt lieber erstmal nichts aus, weil es schaut eh gut aus bis jetzt. Ich hoffe einfach, er hat keinen Flamestrike, weil Flamestrike wäre jetzt echt böse. Ja, jetzt bräuchten wir eben Murloc Anführer oder irgend sowas. Haben wir leider nicht mehr. Und jetzt zerstört uns auch noch den hier. Das ist relativ schade. Okay, Arkangolem und Seelenfeuer. Würde ich sagen, hauen wir hier alles raus. Und zerstören... Ja, wir zerstören gleich den hier. Ne, den Arkan-Golem, oder? Wir zerstören den Arkan-Golem. Und Seelenfeuer auf den. Und haben ihn schon fast down. Es fehlt nur noch ein Seelenfeuer direkt zum Beispiel. Wir hätten ihm natürlich jetzt noch ein Leben mehr abziehen können, aber ich denke, das passt so auch. Ich wollte halt lieber meine Minions ein bisschen safe halten. Wenn er jetzt kein Flamestrike oder Blizzard hat und wir keinen Ansturmtypen ziehen oder er Spotter fetten spielt, dann haben wir gewonnen, Leute. So läuft es. Meistens ziehen wir jetzt zum Beispiel den 2-1er Murloc mit Ansturm, den 4-2er oder Leeroy oder jetzt kommt Cone of Cold oder was. Ja, tatsächlich.
Aber der eine überlebt noch bis jetzt. Mal schauen, ob er noch was dagegen hat. Ja, wir haben gewonnen. Und ja, es war so ein kleines Beispielspiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte eine Bewertung ab. Anregungen zum Deck wären auch sehr nett. Würde mich auf alle Fälle freuen. Hier seht ihr, ich bin gerade im 97. Nur ich war schon mal 85. Es schwankt halt immer so ein bisschen hin und her. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Klassen ihr am liebsten spielt und wo ihr da gerne Decks dazu sehen wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag und viel Spaß mit dem Deck. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.